Servus, grüß dich, hallo, hier ist der Sven. Wie angedroht, es geht weiter. Mit Terraforming, hübsch machen und anmalen, also texturieren. Wir fangen an hier. Und zwar, hier würde ich sagen, Feldweg. Der ist ja schon mal recht schön hier noch vorhanden vom Erzeuger dieser Map. Dann werden wir die aber hier auch mal ein bisschen weiterführen, würde ich sagen. So, hier rüber. So. Hier ist so eine schöne Bodentexturierung da unten am Boden, die will ich nicht kaputt machen. Falls du das seht hier. Ja gut, die Büsche, die kann man wieder hinpflanzen. Das ist nie das Problem. So, gehen wir hier weiter. Dann drehen wir uns einmal herum. Also wie man sieht, ich mache jetzt erstmal die eine Seite des Feldweges. Oh, hier ist noch ein bisschen hier kantig hier die Auffahrt hier. Dann müssen wir mal gucken, ob man das. Ja, doch, das kann man so nehmen. Aber hier zum Beispiel diese Kante hier oben, die ist nicht schön. Das schaut nicht schön aus. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht hier einfach einen Busch drüber. Oder über Glätten kann man das hier noch ein bisschen, die Kanten noch ein bisschen wegnehmen. Hier hintenrum fällt es gar nicht so auf. Das ist nicht so schlimm. Das können wir sogar so lassen. Da werde ich sowieso mir, ja, da werde ich einen Zaun hinmachen. Wir machen mal gleich mit Zaun hin hier. Nehmen wir wieder den hübschen von vorhin, wollte ich schon sagen, von neulich. Der kostet zwar ein bisschen Geld. Mal gucken, ob es hier schön, nicht, dass da irgendwo ein Loch ist, passt. Wenn man hier aus dem Durchfahrsilo rausballert, ne, dann will man ja hier nicht unbedingt gleich hier auf gut bayerisch den Ranger nur ballern. Ne? Sondern man will ja hier. Ne? Deswegen machen wir das hier mal so ein bisschen hübsch. So, das reicht. Dann hier wieder ein bisschen malen. Malen, ja, malen ein bisschen. Wir haben ja gesagt, wenn das hier alles, dann müssen wir das hier noch ein bisschen. Ah, ne, nehmen wir hier das Gemischte hier, das ist hübsch. So, genau, perfekt. Dann sind wir hier wieder bei die Gras. Das war halt das Schöne auch auf der Mühlental. Da gab es für die, wenn du jetzt hier einen Feldweg machst, für die mittlere, ich sag mal, für das zwischen den Rädern in der Mitte, das bisschen Gras. Da konnte man zum Beispiel dann ein extra Gras wählen, das einfach nicht so voll ausgewachsen ausschaut und niedriger ist. Das gab es halt leider nur bei der Mühlental-Map und hier nicht. Ist aber das nichtsdestotrotz nicht so schlimm, dann wird es halt nur ein bisschen angedeutet. So, hier diesen Feldwegzugang nach hinten, den machen wir weg. So. Gut. Da dann später weiter. Dann können wir hier noch ein bisschen mehr. Hier noch ein bisschen rein. So. Ist alles auch ein bisschen nicht so gekünstelt ausschaut. Machen wir es hier gleich fertig. Machen wir hier den Stift ein bisschen größer hier. Ein paar Büschchen setzen.
ist nämlich auch recht hoch da, hier die Kante. Dann wird das halt hier ein bisschen eingebuscht. Ne? So. Direkt am Feldweg. Natürlich auch immer schön ein bisschen unterschiedliche Größen dann verwenden. Also praktisch die Buschstärke und Höhe damit ein bisschen beeinflussen, dass hier nicht alles nur dieselbe Höhe hat. Hier oben brauchen wir nicht so viel. Das ist ja dann das eigene Ermessen, was schaut toll aus. Ich würde nicht alles komplett zupflastern. Es liegt dann auch wieder ein bisschen so, ein bisschen an der Rechenleistung, sage ich mal, vom PC, weil je mehr Schnickschnack du da rein texturierst, desto mehr muss ja auch berechnet werden, ist ja logisch. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen kleiner. Weil ich finde, hier schaut nämlich hier unten, das hier, das schaut alles so schön natürlich aus. Und wenn ich hier alles jetzt mit riesengroßen Büschen hier zuklatsch, dann wirkt das auch gar nicht mehr so toll. Deswegen nur ein bisschen was. So, und da passt es ja eigentlich schon. Jo, dann brauchen wir eine Fahrspur. Die kreieren wir mit Dreck. Wie sich das anhört. Ich mache jetzt voll die dreckige Fahrspur hin, weißt du? Dann nehmen wir eine Nummer größer. Und jetzt fahren wir praktisch hier lang, wo denn hier die Spur laufen soll. Und machen dann nur diese grünen Stellen noch weg. Alles andere schaut da schon ganz gut aus. So, hier passt es ja schon. Hier wird es dann langsam wieder ein bisschen dünn. Einmal drehen. Hier können wir auch ruhig ein bisschen weiter rüber gehen. Das heißt, wir machen hier noch ein paar Pflänzchen trotzdem hier drüben hin. So, ja, so ungefähr. Genau. So gefällt mir das. Dass es nicht so knapp hier am Zaun entlang geht. So würde ich sagen, schaut's gut aus. Ach, das andere war der Dreck, der Matsch praktisch, mit was ich das texturiert habe. Dann ergibt es auch einen Sinn. So, wir können jetzt natürlich dann probieren, aber das wird schief gehen. Ah ja, diese Texturierung in der Mitte vom Weg. Aber ich gehe davon aus, hier oben die Kante hier, die ist noch ein bisschen viel. Die machen wir noch ein bisschen hübscher hier. Die tun wir mal noch ein bisschen hier abflachen. Das ist das Terraforming, das kleine Terraforming so zwischenrein, um das einfach nur ein bisschen aufzuhübschen. So. So ist es, glaube ich, gut. Dann ist hier noch alles mit Matsch. Das ist nicht schön. Da müssen wir mal gucken. Machen wir hier Beton hinmachen oder ich weiß es noch nicht. Oder vielleicht machen wir auch hier einfach alles mit diesem weißen Schotter. Wäre vielleicht nicht einmal so blöd. Wenn wir hier noch weißen Beton, dann gehen wir über in, wo haben wir den? Der hier. Da kann man ja ruhig hier bis das Ganze so machen, hier bis hier vorne hin, dass man ja hier noch ein bisschen Übergang hat. So. Bloß mal grob jetzt erstmal vorgezeichnet sozusagen. Hier zwischendrin. Aber natürlich wieder ein bisschen Track. Kennt ihr schon von der Mühltal, wenn ihr die gesehen habt?
Aber diesmal habe ich es ein bisschen weiter auseinander gemacht. Das heißt, diesmal kann man hier wirklich ein bisschen grün zwischen reinpflanzen, ohne dass es hier links und rechts rausquillt. Also hoffe ich zumindest. Das Ergebnis werden wir gleich sehen. Jo. Genau, dann kann man hier auch noch ein bisschen Nischmatsch, Dreck. Noch ein bisschen weitergehen und das Ganze hier ein bisschen reinfließen lassen dann auf der Seite. Und noch ein bisschen Pflänzchen. Das texturieren wir dann mal weg dann hier. So, bis hierhin würde ich sagen. Dann ein bisschen Feinarbeit. Nehmen wir den Kreis. So, genau. So. Schaut doch gut aus. Ich meine, dass wir hier sowieso noch ein bisschen mit Dreck um uns schmeißen, das ist ja völlig klar, ne? Das mache ich ja immer gern. Hier habe ich auch darauf geachtet, dass hier die Kante schon relativ gut ist und passt. Hier drüben können wir noch hier noch Dreck hinmalen. Da muss ja keine Betontexturierung sein hier am Rand. Oder beziehungsweise können wir hier eigentlich gleich das Grüne nehmen hier. So. Das ist eine schöne Texturierung hier, dieses nicht ganz vollgrün, sondern einfach noch ein bisschen mit Erde vermischt. Das ist toll, das gefällt mir. Dann können wir hier noch ein bisschen auslaufen lassen hier rüber. Jawohl. So. Sehr schön. Dann noch am Rand gleich noch ein bisschen Dreck nachfassen. Mit dem Kleinen. Dass das vom Übergang hier vom Grün nicht direkt hier so schaut, auch schon ganz gut aus. Hier müssen wir noch mal ein bisschen Terraforming betreiben. Dann kann es natürlich sein, dass das bisschen Gras, was ich da hingemalt habe, gleich wieder weg ist. Ne, das bleibt da. So, dann hier. Es ist schade, dass man hier nicht weiter rankommt hier mit der Einstellung. Ich würde gerne das begrüßen, wenn man hier bisschen genauer das Ganze sehen könnte, aber okay. So, jetzt sieht man, jetzt ist die Kante hier nicht mehr so ganz so sichtbar. Das heißt, wenn ich hier mit der Schaufel hingehe, dann eckt es nicht so an. Ja. Sondern ist einfach, kannst du halt reinfahren. Also, so ist so der Plan. Ob es dann funktioniert, weiß ich nicht. Wenn es nicht funktioniert, muss man halt dann einfach mal noch mal ein bisschen aus der Terraform-Kiste einfach noch ein bisschen was machen. Ne? So, das hier ist jetzt nach eigenem Geschmack. Ein bisschen Schmutz muss sein. Ne? Gut. In der Zwischenzeit habe ich hier jetzt schon wieder die Hälfte vergessen. Oh, falsches Fenster. Da wollte ich hin. Habe ich schon wieder die Hälfte vergessen, weil hier Feldweg. Ne? Wir wollten ja hier den Feldweg weitermachen, hier weiter zaubern. So. Das heißt, wir texturieren hier. Da vielleicht noch nicht. Da ist so schön ein Stück Wassertextur. Also es kann auch sein, dass diese grüne Textur dann einfach wieder verschwindet, wenn ich dann hier praktisch dann das Gras dann hinklatsch und dann danach dann die zweite Spur mache. Es kann aber auch sein, dass es einfach da bleibt. Das werden wir dann sehen. Das ist so ein bisschen, liegt ein bisschen an Chines und ein bisschen daran, wie. Hoppala, fast ein bisschen ausgerutscht. Es liegt dann ein bisschen an Chines und auch daran, wie hier die, ich sag mal, die Quadrate, die Malquadrate, weil das ist ja eigentlich alles immer ein Quadrat, auch wenn ich jetzt einen Kreis habe, im 180 oder im 90-Grad-Winkel. Und da kommt es halt auch immer drauf an, wie es, ob es nett zu dir ist oder nicht, sage ich mal so, ne? Also gehen wir mal hier rüber. So. Man sieht schon, ne? Es soll natürlich hinterher nicht so dick sein, sondern möglichst dünner Streifen Gras dann hängen bleiben. Der optimale Feldweg ist natürlich auch ein eingefahrener Feldweg. Das kriegst du leider mit dieses über Chines überhaupt nicht hin. Also es das heißt im Endeffekt tiefere Spuren, logischerweise wie in der Mitte.
Ich weiß leider jetzt gerade nicht, wie man das dann in der Mitte nennt hier, den Hügel. Ob das einen Fachausdruck gibt dafür oder ob das dann eine Art Rinne ist, ich weiß es nicht. Hey, warum denn hier? Lassen wir doch mal den Kreis. So, ich tue jetzt mal hier die Einfahrten und hier die Abladestation und das ganze Zeug mal nicht berücksichtigen. Das machen wir dann später. Wichtig ist, dass man hier ein bisschen konzentriert arbeitet. Hier dieses Beton oder was weiß ich, den Rest, den kann man auch stehen lassen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wichtig ist, dass die erste Spur, die wo ich hier hingemalt habe, dass die schön ist und dass die passt. Weil die möchte ich dann, da möchte ich dann nicht mehr dran rumfummeln. So, hier ist noch ein bisschen zu viel. Hier ist noch ein bisschen zu viel. Ja, ist jetzt Matschtextur, ich weiß. Hier ist noch ein bisschen. Dann machen wir hier wieder Drecktextur, ist mir doch lieber. Ja, würde ich sagen, hier. Breit genug. Da vorne ist noch ein bisschen eng hier. Es kommt natürlich jetzt auch immer drauf an, was magst du, ne? Fährst du natürlich mit den größten Traktoren gleich vor Anfang an hier, mit einem 1000er Fendt hier schön oder mit einem 900er, dann ist das hier, was ich mache, natürlich hier pure Makulatur, weil dann würde ich dann eher hier die ganzen Wege ja, pflastern, betonieren, asphaltieren, Schotter. Überall hat man heutzutage ja eigentlich schon fast immer diesen weißen Schotter auch. Und es ist dann alles ein bisschen festgefahrener. Sieht man übrigens auch bei mir, wenn du guckst, ich habe auch eine Playlist hier mit meinem E-Bike, wo ich unterwegs war. Und dann natürlich, wenn die Saison startet, auch wieder bin mit meiner GoPro und da wieder Videos mache. Da sieht man das dann, dass das immer ein bisschen fester gefahren ist. Ich sage, man muss ja immer auch davon ausgehen, dass sowas ja Stadtmenschen anschauen und es toll finden, was ich tue. Also ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, liken, abonnieren nicht vergessen. Bist du ein Stadtmensch, dann schon dreimal, weil dann kannst du nämlich mir die anderen Videos hier von der Natur auch angucken. Würde mich riesig freuen. Machen wir hier ein bisschen größer. So, und jetzt sieht man hier. Jetzt lassen wir hier ein bisschen was stehen in der Mitte. Nicht allzu viel. Genau, so ungefähr. Einzige ist halt immer, das flippt immer so ein bisschen hin und her, wenn Gebäude, Baum oder sonst was im Weg ist. Dann kann es auch mal ein bisschen in die Hose gehen. Ja, ich würde sagen, komm, das schaut gut aus, oder? Hier ist noch ein bisschen dick. Zack. Drehen wir mal rum. Genau, dass so ein dünner Streifen hier stehen bleibt. Und dann hat man nämlich hier auch das Betonzeug so gut wie weg oder was auch immer das war. Hier ein bisschen, hier ist ein bisschen abfallen, da kann es auch ein bisschen breiter sein. So. Ein bisschen wie malen mit Sven, ne? Zwischendurch einfach mal tief durchatmen. So, machen wir noch ein bisschen größer. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass da noch recht viel Grün ab und zu manchmal zwischendrin stehen bleibt. Und hier würde ich auch immer mit den Runden arbeiten. Mit dem Runden ist dann doch, also wie gesagt, es sind zwar immer Vierecke, aber es macht, das rundet da dann doch ein bisschen mehr ab. Aber hier ist fast vielleicht ein bisschen dick, was hier noch steht an Gras. Das können wir nochmal gucken, ob wir das ein bisschen schmäler hinbekommen. Können wir noch ein bisschen rüber? Ja, geht. So. Ah, wieder ein bisschen weggerutscht mit der Maus. Das passiert. Man muss ja auch sagen, ich habe hier unten ja gleich hier den, eigentlich die Kon Hier ist das Lenkrad und alles dran, das heißt, die Maus ist ein bisschen jetzt ein bisschen weiter weg. Oder beziehungsweise nicht weiter weg. Klingt jetzt doof. Einfach nicht an der optimalsten Position für solche Arbeiten. Aber ich denke, dafür schaut es doch ganz gut aus. So. Und das braucht Zeit. Das geht jetzt nicht so. Hui, hui, schnell, schnell, sondern so hübsche Sachen, wenn man sowas machen will, ne, da muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen, sage ich mal. Da darf man auch nicht seine die Ruhe verlieren.
kommt man auch mal ein bisschen runter, so vom Arbeitsalltag. Und deswegen mache ich das hier ja auch, ne? Einfach nur ein bisschen gemütlich, ruhig, entspannt. Ohne dass ihr gleich irgendwo es knallen oder sonst was anfängt. So. Hier ist auch noch ein bisschen dick alles. Können wir noch ein bisschen. Das ist halt immer das, wie die Textur verschwindet. Ja, der Busch, den gibt es gleich wieder neu. Das ist halt hier. Ich meine, gut, klar, hier fährt man auch um die Kurve. Das heißt, hier brauchen wir sowieso ein bisschen eine breitere Spur. So. Jo. Dann ein bisschen krass hier hin. Aber wie schaut es mit der Zeit aus? Schon wieder 21 Minuten und zu nichts gekommen hier. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt, ey. So, hier lassen wir natürlich ein bisschen wie eine Einfahrt. Dann machen wir hier ein bisschen dünner, nicht so ganz dünn. Ja, kann man, glaube ich, nehmen. Ja, kann man nehmen. Schaut gut aus. Aber man sieht, wie so langsam dann dieses schöne Gebiet hier, das ich hier mir gebastelt habe, so langsam Form annimmt. Das ist doch auch toll. So. Nochmal bis hierher und nicht weiter. Hier noch ein bisschen schmaler. Ja, und das sieht man hier, diese Kante hier, ne? Und das passiert dir halt nicht, wenn du jetzt dieses mit rund gemacht hättest. Das heißt, ich als alter Perfektionist, ne? Das muss noch ein bisschen hier. So. Dann gehen wir wieder auf die Pflanzen. Dann machen wir das auch wieder in rund. Und dann machen wir hier mal ein bisschen. So. Da noch eine Kante. So, hier muss man auch mal irgendwie hinten rumfahren können. Das heißt, hier im Endeffekt würde ich mal sagen, hören wir hier auf. Hier zwischendrin, das kann man eigentlich hier so hier rüber basteln. Hier rüber, ja, da muss wieder ein bisschen was weg. Das habe ich schon gesehen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dann hier natürlich hier noch ein bisschen schön die Wiese texturieren. Oh, ich habe das Mikrofon, sehe ich gerade, das habe ich eigentlich leiser eingestellt, dass ich nicht so rumplärre. Dann darf ich auch nicht so laut reden, ne? Dann hoffe ich mal, dass das nicht so eigentlich so übersteuert am Anfang. So, hier gehen wir bis rüber. Hier zwischendrin passiert eh nichts weiter. Das heißt, Wiese hin. Paar kleine Büschlein am Anfang hier. So, dann ein bisschen größerer Stift, ein bisschen größere Büschlein. Und wenn man es richtig toll machen will oder so, dann kann man hier in der Mitte sogar noch ein bisschen Hügelchen basteln, dann schaut es sogar noch ein bisschen realistischer aus. So. Immer wieder zum Malen. Hier habe ich genau, da könnte man zum Beispiel auch hier diese wundervolle, schöne Texturierung hier nehmen. Genauso wie hier. Das schaut doch toll aus. So für die Ausgabe hier. Und dann zwischendrin hier auch, dass man hier dann so darüber fahren kann irgendwie. So. So. Dann am Rand wieder ein bisschen Dreck hin. Dann nehmen wir wieder den Kreis hier. Ja, ein bisschen größer. So. Genau. So. Wunderschön. Dann hier nochmal in der Mitte. Machen wir auch nochmal so einen Strich rein. Dann noch die Begrenzung am Rand.
Bis hierhin. Sehr schön. Hier hinten rum, das können wir ja so lassen. In der Mitte würde ich jetzt gar kein Gras großartig anpflanzen wollen. Das, ich denke mal, das haut auch gar nicht hin, weil da einfach die Viereckchen hier, mit denen ich malen kann, oder auch der Kreis viel zu grob ist. So. Kann man doch nehmen, ne? Hier hinten rum ist auch nichts weiter mehr. Das heißt, hier kann man dann schön großflächig auch Gras hinklatschen. Bisschen kleiner wieder machen. Ja, dann hier noch. Was haben wir denn jetzt? 26 Minuten sind schon wieder vergangen. Dann machen wir doch trotzdem noch mal hier so weiter. Mit dem größeren Kreis. Das ist doch ungefähr so die Breite, die wir brauchen. So. Das gefällt mir irgendwie. Es sind eh alte Gebäude. Warum soll da nicht ein bisschen gepflastert sein? So, genau. Dann können wir das hier ein bisschen auslaufen lassen. Noch ein bisschen breiter hier für die Kurve. Ja, da hat es wieder einen hier neben rausgehauen. Das ist nicht so schlimm. Da ist auch noch ein bisschen dünn. So, dann wieder ein bisschen Dreck am Rand. Dann gehen wir hier wieder ein V für die Kreistextur und ziehen hier, versuchen hier so eine Art mittlere. Ja, wo halt einfach weniger Reifenabrieb und so weiter ist, bleibt einfach ein bisschen mehr Dreck. So. Muss schon nur angedeutet sein. Dann gehen wir hier auch noch ein bisschen ran. So, sehr schön. So, ein bisschen wollte ich jetzt nicht hier pflanzen. Hier noch ein bisschen Gras, hier noch ein bisschen entlang. Ja, dann würde ich sagen, das wollte ich nicht. Ein kleiner Halm darf ja stehen bleiben. Da sind wir nicht so ganz pedantisch. So, dann gehen wir hier. Und hier rüber. Noch ein bisschen. Dann gehen wir hier wieder zur Drecktextur. Wieder nur am Rand, ein bisschen breiter bitte. So. Dann in der Mitte wieder ein bisschen hier, dass man es andeutet. Hier, guck mal, Weg. Ne? Hier kann man ruhig noch ein bisschen rangehen. Schau an. Die Rehe hupfen unten auch gemütlich rum. So. Dann schaut das doch Ganze ein bisschen Hand und Fuß. Ins Gebäude können wir nicht rein. Das heißt, wir können ruhig ein bisschen rantexturieren hier. Das macht ja gar nichts. Zumindest soweit es zugelassen wird von der Mod selber, da ist wieder was daneben gegangen. Das können wir gleich wieder wegmachen. So, hier ist ein Hauseingang. Den habe ich jetzt auch zu texturiert. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Da gucken wir mal. So. Dann machen wir halt hier noch ein bisschen Dreck hin. So. Ja. Dann hier noch ein bisschen Gras.
So, sehr schön. Ja, ihr Lieben, es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich mache hier das nächste Mal weiter. Hier kommen ja auch noch ein paar Büsche hin und noch ein bisschen andere schöne Sachen. Lass dich überraschen, schalt wieder ein, abonnier mich, like mich. Ja. War eine schöne Session jetzt hier, ne? Hat schön was gebracht. Das nächste Mal machen wir eine schöne Rundumbegehung, gucken, ob auch alles schön passt. Ja? Bis zum nächsten Mal, der Sven. Ciao, ciao.